Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich bin Gerlinde Fahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop hier daheim in Nindlen eingerichtet. Und mein süßer kleiner Laden ist immer am Donnerstag vom 2 bis am Abend um 7 Uhr und am Freitagmorgen vom 8 Uhr bis um halb 12 Uhr offen. Außer nächsten Donnerstag am 2. Mai bin ich in Altstetten am Frühlingsmarkt. Nein, Maimarkt heißt er. Ja, Zaltstätte heißt der Maimarkt. Und darum, ja, ich kann mich halt nicht klonen, darum bleibt am Donnerstag den Laden dazu. Aber ihr könnt auch ganz gern einen Termin mit mir ausmachen und dann Montag, Dienstag oder Mittwoch vorbeikommen. Oder dann halt eben auf der Freitag warten. Freitagvormittag. Freitagnachmittag bin ich meistens umeinander. Aber eben, dann bin ich so ja, intern ein paar Sachen am machen. Ja, es ist so mein Reservetag, wie man so schön darf sagen. Nein, Leute an und dann kann man auch kurzfristig etwas ausmachen. Wenn ihr jetzt eben Montag, Dienstag, Mittwoch einfach schnell im Funk geht, ja, und sonst kann er auch gerne eine Reservation machen und dann am Donnerstag zur Altstätte holen kommen. Und dann hoffe ich einfach, dass ich endlich einmal in Altstetten schön Wetter habe. Ist, ja, Handy, ja, bin schon ein paar Mal drinnen und habe mir also gesagt, hey, da Wetter tue ich mir nicht mehr an. Also hoffen wir das Beste, dass das Wetter mitspielt und dass ihr wieder einen Haufen Sachen im Video finden, die euch gefallen. Ich tue euch das ganz gerne reservieren. Ihr könnt mir entweder ein Printscreen oder ein Foto schicken. Dort tun wir das besser gut auf die Seite. Ich komme es den und den gut probieren. Oder ich kann es euch natürlich auch schicken. Selbstverständlich gegen Vorkasse und Porto. Aber ja, das ist ja normal. Was gibt es noch zum sagen? Ja, genau. Termin. Am besten auf 078 759 58 46. Oder ihr geht auf meine Webseite gerlindes-mode.li. Dort könnt ihr auch die ganzen Videos anschauen. Also dort habe ich eine Verlinkung auf meinen YouTube-Kanal, wo ihr ja jetzt drauf sind. Dort drauf könnt ihr auch alle Videos anschauen. Und auch wenn ihr jetzt in einem älteren Video das Gefühl habt, auch das hätte ich noch gern, machen wir ein Foto und schicken das, weil gewisse Sachen bleiben länger da, gewisse Sachen sind fort, bevor ich es ausgepackt habe. Ich kann es nicht sagen, es ist ganz unterschiedlich. Etwa habe ich Sachen da, wo ich sage, boah, das ist so cool, schau, passt es mir nicht. Es geht nicht. Und Sachen, wo ich denke, ist es gar nicht meins, ist fort, bevor ich es, ja, recht auf dem Kleiderbügel oben habe. Aber ja, es ist, wie es ist. Wenn ihr irgendetwas gesehen, meldet euch einfach. Was ist noch so wichtig? Modepartys kann man bei mir natürlich auch buchen. Sechs da bei mir im Laden oder bei euch zuhause. Der Vorteil ist, wenn ihr es bei mir da machen, ihr habt daheim keine Arbeit, ihr müsst nichts verstellen, eure Partner, Familie, Haustiere haben den Stress nicht mit dem Besuch, wenn oft mal so viele Frauen auf Weg sind. Ja, und wenn das eben da machen, dann haben die ganze Auswahl. Wenn ich es natürlich bei euch mache, kann ich halt nur einen Teil mitnehmen. Also eure Entscheidung. Meldet euch bei mir und die Gastgeberin kommt natürlich immer als Geschenk über. Das ist ganz normal. Und der YouTube-Kanal, der könnt ihr auch ganz gern abonnieren, weil ich mache Videos. Logischerweise immer ein bisschen voraus und werden immer am Sonntagmorgen um 1 Uhr auf öffentlich gestellt. Und dann haben wir gleich schon Poing-Meldung. Hey, wenn du am Sonntag aufstehst, du, hey, die hat schon wieder ein neues Video veröffentlicht. Jawohl, so ist das. Also, fangen wir mal an. Also, eben für die, die mich noch nicht so gut kennen, ich habe alles Einzelstock hier. Ich würde sagen, 95% ist made in Italy. Das ist was kommt aus der ganzen Welt. Ja,
Wir haben drei Einheitsgrössen meistens. Es gibt ein paar Sachen, wo ich einfach sagen kann, ich messe es ja immer aus, obwohl es Made in Italy ist, sind sie dann meistens ein bisschen letzt angeschrieben. Also dann hast du nicht XXL und dabei ist es für unsere Verhältnisse ein 38. Und darum messe ich es immer aus. Ja, und dementsprechend kann ich euch die Größe noch sagen. Ich habe auch zwei Puppen, die eine hat Größe 44-46 und die andere 6-38. Ich habe 38-40. Ich bin 1,77 m groß, habe ab und zu ein bisschen Mühe mit der langen Beinen. Aber ja, nichtsdestotrotz, mir macht der Job mega Spaß und ich hoffe, euch macht das Video Spaß. Also, das coole Top, das ich hier habe, das habe ich auch noch in blau-weiß. Das ist so cool. Ich finde das so herzig mit diesen zwei Trägern. Und dann schauen wir mal, wie das fällt. Das ist so schön. Also ich glaube, eins von denen landet wirklich bei mir da oben. Ja, das coole Top kam in der Kleidergröße, 36 bis 38, vielleicht sogar bis zum 40 Träger. Je nachdem, Oberweite, ja. Was wir probieren. Es ist schon alles ein bisschen elastisch, aber viele sagen, ich mag es denn nicht, wenn es denn zu eng ist. Geht mir gleich. Darum sage ich, kannst du gut probieren. Ja. Weil die merken das auch, fühlen ihr euch wohl drin. Nur weil ich mich drin wohlfühle, heißt es nicht lange nicht, dass ihr euch auch drin wohlfühlen. Und ja, wenn ich mich wiederhole, wohlfühle, ist das Wichtigste. Weil wenn irgendetwas nicht passt, egal was zwickt, muss etwas geändert werden. Ja, dazu her habe ich die lässige Hose. Die ist so fein. Die ist so schön leicht. Wunderschönes hellblau. Ist auch Kleidergröße 36 bis etwa 42 zum Tragen, weil da habe ich schon noch einiges an Luft. Ja, also ja, bis 42 geht sie sicher. Weil sie sollte auch noch ein bisschen spielen. Ja. Kostet jeweils 39 Franken. Und auch die coolen Snickers, die hellblau-weißen, die ich hier gerade anhabe, die sind im 40. Und auch die sind 39 Franken. Gehen wir zur größeren Puppe. Sie hat ja auch Kleidergröße 44-46 und trägt da jetzt eine Kombination, die etwa so bis zum 44 geht. Ja, das könnte etwa, ja, könnt ihr bis zum 46 gehen, am besten, wie gesagt, probieren. Es sieht dicker aus, als es ist. Es ist ganz ein tolles Material. Weil ich weiß, viele Leute tragen einfach sehr gern schwarz. Darum habe ich auch immer wieder einiges in schwarz da. Und das ist wirklich ganz, ganz leicht. Also, ja, ich kann es fast nicht beschreiben. Mal schauen, was da drin steht. Ja, nichts. Nichts, was das Material angeht. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich hätte es jetzt euch sehr gern gezeigt. Ja. Ja, ich habe 40 Grad Wäsche. Das ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich, ja. Ganz tolles Material, sehr leicht. Wie gesagt, Größe 40 bis 44, das ist eine Beduinenhose. Die geht auch bis zum 44. Beduinenhose habe ich jedes Modell da. Also Modell verschiedene Druck, Farben. Größen variieren so 40 bis 44 meistens. Weil eben, sie sind lock und sie haben auch einen wunderschönen Bund. Ich finde das so schön. Ja. Man kann es auch sehr gut so tragen. Sieht ganz toll aus. Ja. Ich sage, es kommt nicht mehr darauf an, wie ihr euch wohlfühlt. Ich bin jetzt ein Mensch, ich habe eigentlich immer alles drüber. Ja, ist bei mir so. Aber ja, es ist, wie es ist. Und dazu haben wir die coolen Sandalen hier. Die habe ich im 39. Und auch die sind 39 Franken. Die sind so also mega, die sind so schön weich da. Also wirklich
Ganz, ganz cool. Ein Traum. Ich habe derartige selber, ja, ich glaube, ein Silber. Traumhaft. Und ich habe die den ganzen Sommer an. So, da haben wir noch das schöne Halskettchen. Also das Kettchen selber ist 25 Franken. Ist ein bisschen im Brunton, Brunbeige, leicht durchsichtig. Und der Anhänger ist 15 Franken. Und dann gehen wir zur kleinen Puppe. Sie hat ganz ein ganz schnüssiges Kleid an. Ist ihr jetzt fast ein kleines zu gross, weil ja, Puppe ist ziemlich ein rutschiger Stoff. Rutschiges Material. Und dann, ja, wenn ihr etwas ein bisschen zu gross ist, dann rutscht es halt einfach. Passiert bei uns auf der Haut halt nicht. Aber bei Puppen ist es eben so. Ja, das prächtige Kleidchen kann man sicher bis zum 42 tragen und kostet 45 Franken. Und dann komme ich noch mit dem Halskettchen in die Nähe. Mit diesen hübschen Lebensbäumen drauf. Du bist heute ein bisschen verzoselt, gell? Ja, ja. Und dazu her die wunderschönen Sandalen. Elegante Sandalen, muss ich sagen. Und das Coole ist, mit dem Verschluss, den wir hier haben, müssen wir da nochmal lang umfummeln. Das heisst, einmal ist richtig Löchlein hier. Und dann kann man da einfach nur noch so aus, ein- und ausschleifen. Jetzt muss ich schauen, dass ihr das auch seht. Dann kann man das da einfach so einschleifen. Und dann kommt da ein bisschen Spannung und dann hebt das traumhaft. Es ist wirklich, also ich finde es ein lässiges Patent. Auch da schön weich wieder. Und das tolle Teil habe ich im 40 und kostet auch 39 Franken. Und da haben wir, ja, da ist noch Schutzfolie drauf. Finde ich auch noch ganz gut. Ja, weil je nachdem, wie man es wo probiert, dann hat man gerade nicht gleich eine, ja, Spuren drauf. Also, das wunderschöne Schüle im 40 für 39 Franken. Und lässig geht es weiter. Also ich finde schon. Da habe ich einen Blissi-Schüppa. Der ist ganz, ganz cool. Der hat so ein lässiges Grün. Ich habe mir das Gefühl, wenn ich das Video anschaue, es kommt gar nicht so richtig über das Grün. Ja. Ja. Ich habe ganz live anschauen, es ist immer am besten. Wenn ich kann gerade da reinschlüpfen und spüren, wie sich das anfühlt. Ja. Dazu her habe ich das hübsche Blüschen. Ja, das ist ganz, ganz cool gemacht. Das hat da wie so, wie sieht man, Stufen drin. Kann man als Carmen tragen oder natürlich ganz normal. So. So sieht es aus, wenn man es ganz normal dreht. Kann man natürlich auch machen. Also da haben wir wieder die Möglichkeit, ja, man hat wieder zwei verschiedene Sachen in einem Teil drin. Und dann die hübschen Blümchen, die sind alle so wie metallic, spiegeln und glänzen ganz dezent. Ja, ich finde es ganz cool. Die Kombination kann mit der Kleidergröße bis etwa 38, 40 tragen. Beim Schüpp, ja, 40 knapp. Aber es geht und ja, er fällt schön. Ich habe noch ein paar von dem Modell, also verschiedene Farben und Muster. Ja, cool, oder? Ich finde es ganz ein lässiges Teil. Ja, auf jeden Fall, da kostet das Oberteil und der Schüpp jeweils 39 Franken. Kann man sicher bis zum 40 tragen. Und dann habe ich die
coolen Stiefelchen dazu her. Das sind so wie Sockenstiefeln. Die haben einen schönen Glasabsatz und sind im 40er und kosten 55 Franken. Ich finde das so fein. Ja, vor allem jetzt mit meinem schmalen Fuß. Ich habe wirklich einen Halt drin. Weil es ist ja vielmals, je schmäler dass man halt den Fuß hat, ist halt aufs Ferse hinten schmal und dort rutsche ich noch gern. Und ja, für all die, die das gleiche Problem haben, das wäre ein ideales Modell für euch. Ganz genau. Aber ich habe einen 49er da und er ist in grün. Ja, grün braucht man halt auch. Es ist halt immer noch sehr eine präsente Farbe. Und ja, wir haben es jetzt seit etwa 3 Jahren wirklich sehr intensiv in der Mode. Ich finde es gut. Es macht alles ein bisschen bunter. Sechs auch mit dem Pink und ja, die ganzen Pastellfarben, die jetzt auf den Sommer hin wieder kommen. Einfach schön. Ganz genau. Das wunderschöne T-Shirt, das ist jetzt relativ ein grosses. Da kann man sicher bis zum 50er tragen. Aber es ist recht lang. Ich habe es jetzt einfach hineingeschoppert, weil ja, so stimmt das Verhältnis nicht so ganz. Kleidergröße 50 bis 54, kostet 39 Franken. Und die cool Hose, die kann man so bis zum 48, 50 tragen. Sie ist super elastisch. Ich zeige es euch da gerade mal. Also sie ist wirklich, das sind unsere sogenannten Sammlerhosen. Und die sind wirklich alle so fein zum Tragen. Und dann habe ich gedacht, so passend dazu, die weißen Turnschuhe. Die habe ich aber nur im 38 im Moment und kosten auch nur 39 Franken. Dann komme ich noch mit dem schönen Kittel her. Jetzt da denke ich, nehme jetzt gerade ein Grüß, weil ja, da im Motiv hat sie ja auch ein bisschen Grün drin. Das Gefühl, mal, da kann man gut machen. Das prächtige Halskettel ist 25 Franken. Und dann gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Sie trägt ja Kleidergröße 36, 38. Und jetzt darfst du noch ein bisschen die Kamera schauen. Cool, oder? Ich finde das immer so praktisch mit ihr. Ja, sie hat jetzt eine kleine Kombination. Das ist wirklich so 6, 38. Also, ja, ein bisschen Luft darf es haben. Sollte auch nicht so anliegend sein. Ja, gewisse Sachen, ja, gewisse Sachen, nein. Aber es muss sich jeder selber drin wohlfühlen. Fangen wir mit der richtigen Handtasche an. Da hat es einfach die Schulter ja mal relativ kurz gemacht. Ist Wildleder mit da. Da haben wir 2 Druckknöpfe. Da drin haben wir ein kleines Füllmaterial. Ganz praktisches helles Innenfutter mit da haben wir ein Fächli mit Reissverschluss, da ein Fächli ohne Reissverschluss plus dann das große Fach. Ja. Und ja, wird doch noch hat einen schön breiten Boden. Hat sicher einiges drin Platz. Also cooles Teil. Und das für 38 Franken. Die prächtige Kombination, das T-Shirt mit den schönen Stickereien, da hänge ich euch noch ein Foto nachher, dann seht ihr es besser. Kann man eben Kleidergröße 6,38 tragen, wie auch die Lichthose. Das ist so wieder ein Material, ich habe immer das Gefühl, es ist kühler. Das ist noch fein, ja. Perfekt für den Hochsommer, also ja. Schauen, was Temperaturen machen, weil das Video mache ich auch fast 2 Wochen im Voraus, also kann ich es nicht so abschätzen, was das Wetter tut. Ich hoffe einfach, dass ich am Donnerstag, am 2. Mai, Altstädter, schön Wetter habe, dass auch ein Haufen Leute an den Markt küchseln kommen und dass sie natürlich auch basteln kommen. Ihr natürlich auch. Oder ihr kommt dann halt am Freitagmorgen
zu mir in den Laden. Ich bin dann noch vermutlich am Aufräumen. Ja, ist dann halt so nach meinem Markttag. Aber ich will trotzdem offen haben. Ja, weil es sind jetzt doch zwei strenge Wochen gewesen, durch dass ich nicht da gewesen bin, mit der Weiterbildung, mit dem Markt in Chur. Ja, ich bin jetzt halt öfters auf den Märkten unterwegs, da ja die Saison wieder angegangen ist. Ich gehe sehr gerne auf den Markt. Es ist zwar sehr anstrengend, es sind sehr lange Tage, aber es macht immer wieder Spass. Also, machen wir weiter. Wie gesagt, coole Kombi, hübsch, leicht, sommerlich. 36 bis 38 kostet jeweils 39 Franken. Und dazu her, die prächtigen Schlappen. Die sind auch so schön weich. Das ist ein traumhaftes Teil. Für 39 Franken. Der habe ich jetzt aber nur noch im 37. Ja. Ganz genau. Und er glitzert überall. Ich habe ihn noch in einer Farbe. Ah ja, goldschwarz. Also das, was jetzt hier grün ist, habe ich beim anderen in schwarz. Ja, und sommerlich geht es weiter. Ganz genau. Ist doch mal etwas anderes, oder? Vor allem mit derartigen hochhackigen Schuhen. Ja, ist auch für mich sehr ungewohnt, muss ich sagen. Bin schon lange nicht mit so hohen Absätzen unterwegs gewesen. Aber sie sind mega. Sie sind echt der Hammer. Ich laufe wirklich sehr, sehr selten mit hohen Schuhen. Wenn ich einen Absatz habe, dann sind sie so Westernstiefel. Ja, so 4-5 cm. Mehr nicht. Aber die sind jetzt wirklich giftig. Die coolen Sandalen, ja, mit dem riesigen Keilabsatz, habe ich im 38. Und kosten 39 Franken. Ist ein ganz cooles Teil. Ja, er ist zum Schnüren. Der vordere und mittlere Teil sind fix, aber danach kann man richtig schön um den Fuß um schnüren. Je nachdem, wie man es dann halt am liebsten hätte. Dazu habe ich hier oben eine Sammelbluse noch. Sammelbluse. Ihr wisst es, das ist eine Bluse, wo wir, das ist das eine, wo wir immer wieder haben. Sie haben wir in verschiedenen Farben. In verschiedenen Grössen. Ja, also die Bluse und die eine Hose, die Uni-Hose, die so schön elastisch ist. Die zwei, die haben wir eigentlich immer im Sortiment und auch immer wieder in verschiedenen Grössen. Ja, gewisse Uni-Sachen braucht man einfach zwischendurch, vor allem wenn man halt immer wieder so bunte Hosen hat. Ganz genau. Die Hose kann man natürlich auch aufrädeln. Geht ganz gut. Sie sind schön, also sie sind angenehm weit. Und sie sind auch sehr elastisch. Und es ist auch schön, wenn jetzt bei diesen Hosen, wenn sie jetzt einmal anliegender sind, es drückt dann nicht gleich das Blut ab, wenn sie umrädeln tust. Eben weil sie halt so schön elastisch sind. Das Blüsli und die Kurzhose sind jeweils 39 Franken und in der Größe 36 bis etwa 42 zum Tragen. Und dann habe ich noch das tolle Halskettchen. Das tut dann noch schneller weg. So. Das Halskettchen, das ist 25 Franken und der cool Anhänger, der ist 15 Franken. Die sind ganz cool. Und eben die Anhänger und die Kettele, die kann man ganz individuell zusammenstellen. Also das ist jetzt eine kurze, dann gibt es noch länger. Und auch von den Anhänger her, da habe ich ja, einige da. Aber eben sind nicht mehr alle da. Es sind doch schon einige verkauft. Was mich sehr freut. Weil je eher, dass ich wieder verkaufe, kann ich wieder neue Sachen einkaufen.
Und so habe ich viel mehr Möglichkeiten, euch mehr Abwechslung zu bieten. Ja, gehen wir weiter. Die Kombination ist in der Kleidergröße bis etwa 44 zum Tragen. Das schöne T-Shirt kostet 39 Franken. Und dann hat sie da einen Dressplaner Jeans an. Ja, jetzt heisst sie Dressplaner. Und nicht mehr Karo Star. Es ist ein paar Karo Star habe ich noch. Es hat hier einen Wechsel gegeben. Aber sie sind sich sehr ähnlich. Ja, und es ist ganz eine coole Qualität. Also wirklich, ich finde es ganz toll. Die hat jetzt diesmal wieder Knöpfe. Es sind unterschiedliche Happen, so habe ich derartige mit Rissverschluss und derartige mit Knöpf. Also vorzuschauen, was euch lieber ist. Sie sind angenehm hochgeschnitten. Ich sage jetzt angenehm, weil ich sie gerne ja, hoch, ja, halt über den Hüftknochen. Aber ja, kannst du probieren, dann merken das selber. Sie sind auch super elastisch. Jeanshose ist in der Kleidergröße 44, 46 zum Tragen und kostet 49 Franken. Und dann haben wir die coolen Turnschuhe dazu. Die sind echt genial. Ich habe mir die gleichen im Blau gegönnt. Hammer, wirklich sehr, sehr bequem. Ganz, ganz ein toller Schuh. Den habe ich aber nur noch im 36 überkommen. Schwarz-Gold mit einem Haufen Glitzer drin. Und der kostet 39 Franken. Und jetzt zeige ich euch noch. Das tolle Motiv. Ja, ja, Mickey Maus. Mickey und Minnie Maus. Dann gehen wir jetzt noch zur kleinen Puppe. Sie hat hier ganz ein herziges Kleidchen an. Das kann man etwa bis Größe 40 tragen und kostet 45 Franken. Ganz genau. Ganz ein hübsches Kleid mit so, ja, 3/4 langen Ärmeln, wo noch ein bisschen ja, Rüscheln dran hat. Da haben wir einen Gummizug drin. Ja, ist eine angenehme Taillierung, aber gleich, es ist nicht so eine enge Angelegenheit. Hübsch mit dem V-Ausschnitt und bunt, dass man doch einen Haufen dazu kombinieren kann. Ich bin schwer im Clinch gewesen, soll ich jetzt die gelben Stöckchen schon dazu tun? Oder nehme ich die dazu? Ja. Ja, das ist immer, die kommt viel griller über, wie das ich eigentlich das Gefühl habe. Die prächtigen ja, Badeschlappen sind 38, 39, also ich würde eher sagen 38. Aber eben, kannst du probieren. Und die sind Hammer. Das, ich finde die so schön weich und so bequem. Also, das sind wirklich coole Badeschlappen. Wie gesagt, im 38 für 39 Franken. Ja, wie versprochen, es geht sommerlich weiter. Ganz genau. Ja, ich hoffe es doch sehr, dass wir ja, heuer im Mai dann schöner Wetter haben wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr im Mai haben wir gefroren. Ich habe ja hier den Pop-Up-Store in Mühleholz gehabt und dort ist mir in Gottes Namen noch mit der Winterjacke auf weg gewesen, weil es so kalt war. Aber dafür war der Oktober umso wärmer. Es hat sich also ein Monat verschoben. Ja, schauen wir mal, wie es hier rauskommt. Ich hoffe es doch sehr, dass es angenehm warm wird. Dass wir es gut verträgen. Und dass man die süße Kleidchen kann anlegen kann. Jawohl. Ja, ich bin ein Sommermensch. Ich stehe dazu. Sicher der Winter hat auch seine schönen Sachen. Weihnachtsmärkte, die ganze Weihnachtsstimmung.
Aber eben, ich habe den Sommer halt gerade so gern. Eher ein bisschen mehr. Ja, man kann dann halt auch mehr draußen machen. Aber ja, was soll's. In erster Linie sind wir wegen super Klamotten da, oder? Die Hängerle, ich liebe es. Die sind so fein, man ist einfach angelegt. Es ist, ja. Es macht immer eine gute Figur, man ist, ja, es ist kleidsam. Ja, es, man kann auch mal noch ein Büchle oder eine Frühlingsrolle noch verstecken. Ja, man ist sehr flexibel. Da habe ich jetzt zum Beispiel so einen breiten Träger. Also breit, ja, für die einen ist es breit, für die anderen nicht. Es ist eine angenehme Breite, ist auch hier angenehm ausgeschnitten von der Größe vom Armloch. Ja, wenn man sich bewegt, man sieht nicht gerade ich oder auch der BH sieht man nicht gerade gleich. Also, es gibt Frauen, die genieren sich, wenn man den BH sieht, die anderen sagen, mir egal, mir ist wohl dabei. Und sowieso und so, wo sind wir euch dabei? Also, das ist cool. Kleidle mit den hübschen Blümchen drauf. Ist in der Kleidergröße 36 bis 40 sicher, eventuell 42. Ja, mal 42 müsste dann schon noch gehen. Weil ich habe jetzt hier noch schön Luft. Also, ja. Kannst du probieren, dann müssen wir es knäuschen. Und zu Herren habe ich die prächtige Schlappe. Jetzt zeige ich euch jetzt gerade noch schnell aus der Nähe. Das sind die. Das sind jetzt die gleichen, die ich vorher in Grün zeigen kann. Dort ist einfach das, was jetzt hier schwarz ist, ist dort der Grün. Und ja, da ist halt schwarz. Ich finde es ganz, ganz schön. Sind auch toll. Man kann sie zu so vielen Sachen anlegen. Es ist, ja, ist wirklich eine wahre Freude. Sie sind auch super bequem. Ist nur schade, ist es nicht meine Größe. Also zum kurz zeigen geht es, aber ja, ich bin mir mehr alt, dass ich den Hintern nicht wirklich drauf stand. Bei allem Zählen. Ja, die prächtigen Schlappen sind 39 Franken. So, gehen wir zu unserer größeren Puppe. Sie hat so eine Kombination, wo man sicher bis zum 46 tragen kann. Da haben wir das hübsche T-Shirt, ist ganz herzig gemacht, mit dem Silber- und Weißdruck, kostet 39 Franken, wie auch die wunderschönen Weißhosen mit dem Engelsflügel drauf. Auch der kann man in der Kleidergröße bis etwa 46 tragen, kann man es natürlich auch im 44 tragen, das auf jeden Fall. Kannst du probieren. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie fällt es. Und ja, es kann ich euch erst sagen, oder das müsst ihr selber merken, fühle ich mich wohl da drin oder nicht. Es ist so und so. Dann haben wir da nochmal, ja, die haben es gerade am besten gepasst. Ich muss dir nochmal zeigen. Das sind die wunderschönen Wiesen mit Silber. Einsatz, die Turnschuhe, die habe ich im 38 und auch die sind 39 Franken. Jetzt zeige ich euch noch die wunderschönen Ärmel. Die haben ein paar Pailletten drauf, ein paar durchsichtige, die da ein bisschen spielen. Und dann haben wir hier den schönen Einsatz. Ganz, ganz hübsch. Also mir gefällt es sehr gut. Ist natürlich Geschmackssache. Und dann haben wir da noch das tolle, der tolle Druck. Da hänge ich euch noch, auch noch ein Foto dazu. Und dann gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Sie hat da ein ganz schnüssiges Kleidle. Ja. Muss ich dir noch mal klären. Das geht etwa bis zum 40, das Kleidle. Und bei den Schuhen haben wir wieder mal nicht können entscheiden. Stelle ich sie gerade nochmal da davor. He? Ich kann dann gerade mal selber ein Urteil fällen. Ja, wenn wir noch ein bisschen zurück, sonst sehen wir das gar nicht richtig. Wie würdet ihr euch entscheiden?
Westen oder die Stiefelätli? Ja, ganz genau so ist mir auch gegangen. Zuher blaues Handytäschli. Wie gesagt, Handytäschli habe ich immer wieder. Mal mehr, mal weniger. Verschiedene Farben, je nachdem. Ja, hat alle etwas umeinander. Das ist mal eins mit Klettverschluss da vorne. Die Handytäschli sind immer 28 Franken. Der Schulterriemen ist natürlich dabei. Und innen dran haben wir auf beiden Seiten 6 Kartenfächer. Man kann auch Karten den hohen Weg einstellen. Dann bringt man 3 Stück nebeneinander her. Also nicht überall, aber ja, in der Mitte ist es abgestimmt. Das wird man, ja. Man kann es selber entscheiden, wie man sie hat. Ich habe gewisse, habe ich quer, die haben gewisse den hohen Weg. Die, die nicht viel brauchen, habe ich den hohen Weg, aber eben, das muss jedes für sich selbst entscheiden. Hier noch das Fach für das Münz mit dem Rissverschluss und die 3 grossen Fächer. Und das für 28 Franken. Ja, ich habe es noch in Grün, Schwarz, Beige, Weiß, so Senf, verschiedene Schwarze. Oder auch das ist noch ganz ein herziges Geldtäschchen. Ach, das ist der reines Geldtäschchen. Da haben wir auf beiden Seiten 2 Kartenfächer. Man könnte auch 3 daraus machen. Ein Münzfächchen und 3 grosse Fächer. Jetzt sieht man es. Fehlt fast ein bisschen an der Beleuchtung. Ja. Ja, ja, je nach Winkel sieht man es. Ist auch ganz ein tolles Täschchen. Ja. Auch das ist 28 Franken. Ganz, ganz süß. Jawohl. Gut, machen wir weiter mit ihr. Das tolle Kleidchen. Die Art habe ich noch einmal etwa 3-4 Stück sicher hinterhängen, wo ihr euch gern vorab mal könnt ihr anschauen könnt und natürlich probieren und kaufen, bevor ich es im Video zeige. Ja, die Schnelle ist die Geschwinder, ihr wisst es. Ganz genau. Das wunderschöne Kleidchen ist 45 Franken. Und wie gesagt, geht etwa bis zum 40. Und habt ihr euch schon entscheiden können? Ja, das Jeansstiefel sieht man fast nicht. Also der Westen habe ich noch im 37. Und der kostet 59 Franken. Hat hier noch den Reissverschluss und das erste Teil mit dem stolzen Absatz habe ich im 39 da und kostet 55 Franken. Der hat hier dann noch den Reissverschluss zum Ringer ein- und aussteigen. Das Ganze, ja, ich finde ihn auch cool. Aber eben, mir ist er auch wieder zu klein. Ganz genau. Ja, und schon wieder mit den letzten Kombinationen. Was sagen Sie dem? Süßer, süßer, schnüssiger Kleidle. Ich sag's ja, ich liebe die Hängekleidle. Die sind so fein. Ja. Der hat natürlich auch super gut dazu passen. Aber ich kann dir nicht zeigen, weil da passen meine Füße nicht rein. Das tut mir zu fest weh. Den habe ich im 38 und kostet 39 Franken. Ein wunderschöner Schuh. Sogar Zola ist gell. Traumhaft. Da habe ich noch ein bisschen Füllmaterial drin, dass wir die Etikette nicht fortfliegt. Tja, man muss sich zu helfen wissen, wenn man es nicht überall ja, anmachen kann. Das prächtige Kleidle, das hat sogar noch einen Unterrock, weil da haben wir die wunderschönen Stickereien, die natürlich durchsichtig sind. Und ja, man will ja nicht unbedingt ein durchsichtiges Kleid. Also, ich persönlich nicht, aber Gott. Anderes Thema. Ja,
Das wunderschöne Kleidchen kann man sicher bis zum 40, vielleicht sogar bis zum 42 tragen. Ich finde das so schmissig. Ja, echt cool. Und kostet 45 Franken. Und dann habe ich hier die Schlappen noch dazu herangelegt. Ja, eben, gele Schuhe habe ich halt nicht allzu viel. Auch schon gar nicht die mindere Größe. Ja, die wunderschönen Schlappen, die habe ich im 38 und kosten 39 Franken. Ich finde die so cool. Die sind echt lässig. Ja, wunderschöne Schlappen. Ganz genau. Und sie sind ja recht groß, also 39 könnte schon fast gehen. Dann gehen wir auch letztes Mal zu unserer grossen Puppe. Und sie ist super sommerlich schon angezogen. Mit dem coolen Top. Ich finde das so lässig. Da oben drin haben wir nur das Band, wo die ganze Geschichte zusammenhält. Da tut man es schnüren, also das Mäschli machen, dass man halt besser rein und rauskommt. Ja, ist echt, also ich finde das so ein cooles Top. Kann man sicher auch schon mit dem 40 tragen. Müsste mal schauen, ob man es auch in einer kleineren Größe tragen kann. Weil ich habe es einfach mal ausgemessen, wie viel Platz das wir hier haben. Darum bin ich aufs 44 gekommen. Und dazu haben wir dann die prächtig kurze Hose hier mit dem Snoopy. Ganz genau. Und auch diese Hose kann man sicher bis zum 44 tragen. Und auch sie hat so schöne Schlappen dazu gekriegt. Ich finde die so süß. Und vor allem, das ist so ein feines Material. Ach, ja, könnt ihr ganz damit umhäuseln. Ja, noch. Die habe ich im 37 und auch die sind 39 Franken. Ich finde die echt so schön, der Schuh. Ja. Ja, ist ab und zu gut, wenn ich nicht alles in meiner Größe überkomme. Das könnte ich euch nämlich kaum mehr etwas zeigen. So, ein letztes Mal zu unserer kleinen Puppe. Und einmal wieder etwas Rotes. Ja, ich weiß, sie haben nicht so viel Rot. Es ist auch unterschiedlich. Die Nachfrage ist eher gering. Aber ja, gleich, wenn ich etwas Rotes da habe, ist es oft schnell wieder fort. Ja, ich komme, kann auch nicht allzu viel Rot kommen. Also ist im Sortiment drin, aber keine Ahnung wieso. C'est la vie. Ein wunderschönes Top. Und das muss ich euch natürlich auch noch von hinten zeigen. So. Ganz, ganz schöne Stickereien. Und da haben wir schon das Foto hängen beim letzten Video. Der Vorher. Ja, weil danach weiß ich, wie das dann rauskommt. Mal schauen, kann ich ja testen. Geben wir ein Feedback. Die hängt diesmal die Fotos am Schluss her. Ja, hübsch, hübsch. Die weiße Hose, die hat ein bisschen Muster drauf. Ganz fies. Auch von ihm tue ich euch noch ein Foto dazu her. Und dann möchte ich euch noch die Halskette zeigen. Die ist auch ganz lässig mit dieser Feder dran. Das ist auch wieder eine zweiteilige Kette. Also das heisst, das Halskettchen mit dem Ring ist 25 Franken und der Anhänger, der ist dann 15 Franken. Und dazu haben wir die lässigen schwarzen Schlappen hier. Die habe ich im 38 noch. Und auch die sind 39 Franken. Ja, meine Lieben, das wäre es für diesmal. Ich hoffe, es hat euch wieder ganz viel gefallen. Geben mir Bescheid, machen ein Fotos oder ein Printscreen. Und dann kann ich es euch gerade auf die Seite tun. Das geht mir nach der Reihenfolge, wie es denn gerade ich kann. Ja, mein Kanal kann er natürlich abonnieren. Dann gehören ihr auch eher zu den Ersten, die es schauen kann.
weil ich das ja meistens auf die 1 öffentlich schalten lasse. Also 1 am Sonntagmorgen, Samstag auf Sonntag zur Nacht. Ja, hat das irgendwann mal angefangen und das ist ganz eine praktische Angelegenheit. Ja, auch wenn ich jetzt mal weg bin oder was auch immer, ich mache das Video und dann kann ich es aufladen und kann schon alles erledigen. Dass ihr ja pünktlich immer schauen könnt. Ja, es ist mir schon wichtig. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich sowieso. Ja, was gibt es noch? Also am Donnerstag, am 2. Mai, bin ich ja in Zeltstätte, komm vorbei. Dann ist natürlich der Shop zu. Am Freitagmorgen habe ich wieder wie üblich offen. Habe dann aber, ja, bin dann vermutlich nach dem Aufräumen, aber ja, kommt schon gut, bin mir sicher. Mama schaukeln wir schon irgendwas wie. Ja, für einen Termin natürlich schnell einen Funk geben oder ein SMS oder ein WhatsApp auf 078 759 58 46. Ihr könnt auch sehr gerne auf meine Webseite gerlindes-mode.li den Konrads Kontaktformular ausfüllen und ja, Wunschtermin schon mal eingeben oder was ihr sonst für ein Anliegen habt. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss!